Hallo und herzlich willkommen zurück zu Disney Dreamlight Valley. Ja, in der letzten Folge hieß es, Aale zu vergraben, beziehungsweise einen Aal zu vergraben, damit daraus irgendwann mal eine Kokospalme wächst. Wir sehen dieses kleine Ding neben mir, das soll mal zu einer Kokospalme erwachen. Und ich weiß nicht, wie lange das Ganze noch dauert. Ich denke, dass es doch sehr lange dauern wird. Deswegen schauen wir uns einfach mal unsere mittlerweile sehr lange Liste an Aufgaben an. Also die hier, ich bin mir gerade nicht sicher, Goofy, glaube ich, ist auf Max. Donald müsste, glaube ich, auch auf Max sein. Ich bin mir nicht sicher. Also hier dürften... Nee, Ursula ist noch nicht auf Max-Level. Da müssten wir dann auch mal weitermachen. Was auch ganz cool wäre, weil rein theoretisch müssten wir dadurch ja Ariel dann auch kennenlernen. Das wäre bestimmt, das wäre richtig klasse. Was mich am meisten triggert, ist, dass ich weder bei Christoph weitermachen kann, weil Maui noch dazwischen hängt, noch bei Anna weitermachen kann, weil ich heute schon mit ihr gesprochen habe und ja, nichts mehr machen kann, damit sie dann das nächste Level bekommt. Das triggert mich ein wenig. Ich wollte gerade sagen, warum ist Merlin eigentlich gesperrt? Aber er möchte, dass wir Wally E machen, bevor wir weitermachen. Dann würde ich tatsächlich sagen, dass wir Wally E machen, weil, genau, da müssen wir in das Reich rein. Oh, hi Anna. Weil ich nämlich gerne mit Merlin weitermachen möchte. Ach, warum bin ich jetzt hier? Ich wollte doch eigentlich ins Reich reinporten. Ach, ich habe zu tief gedrückt. Da wollte ich eigentlich drauf drücken. Wir gehen jetzt mal einfach nach Wally E rein. Ist das niedlich? Oh. Nutzloser Müll. Aha. Oho. Moment. Okay. Was ist denn das hier? Das können wir jetzt erstmal... Ist das vielleicht die Pflanze, die er unbedingt haben will? Wir machen auf jeden Fall erstmal hier diesen Müll ein bisschen weg. Ich weiß ja nicht, wofür das jetzt gut ist. So. So. Die können wir auch mal eben gießen. Und schon haben wir wieder keine Ausdauer mehr. Yay! Moment, da müssen wir noch mal ein bisschen was ausbuddeln. So, Wally. Hi. Hallo, ich bin Gameplayerin. Oh, Wally. Hallo, Wally. Ich bin hier, um zu helfen. Oh mein Gott, du bist so niedlich. Das werde ich jetzt wahrscheinlich sagen. Oh. Aha. Du scheinst verärgert zu sein. Was ist los? Oh, du kannst dich nicht bewegen. Ich werde etwas finden, um dich zu reparieren. Puh. Ja. Durchsuche das Reich, um einen Weg zu finden, Wally zu reparieren. Ja, da... Es sind Bäumchen gewachsen. Ja, das kann ich natürlich wieder nicht machen. Okay, Erstmal ein bisschen aufladen. Brauchen wir sogar schon eins mehr. So viel haben wir jetzt mittlerweile. So. Buddeln wir hier mal ein bisschen rum. Was ist denn... Nee, das war das Reden. Achso. Ich habe hier ganz viel Müll. Oh, Lager öffnen. Ah, Raupenkette. Okay. Damit sollte es normalerweise gehen. Klassische Fliegerbrille. Gartensamen, ein ungewöhnlicher Samen. Kann er noch sprießen? Brauche ich alle für hier? Molly. Achso, wenn ich auf Q drücke, glaube ich, kann ich nicht laufen. Ja, möchte ich.
Tada! Wuhu, du bist repariert, Wally. Oh, direktive Erde. Du versuchst, die Erde zu säubern? Brauchst du Hilfe? Sieht so aus, als würdest du den Müll in stapelbare Würfel verwandeln. Ich wette, das könnte ich auf einer Werkbank machen. Sammle Müll, indem du Müllhaufen entfernst. Oh mein Gott, 60 Stück? Hallo? Komm. Das dauert aber sehr lange, bis sie da einmal draufgetreten hat. Naja, gut, okay. Also wenn da mehrere natürlich aus einem so einem Teil rauskommen, dann dauert das nicht ganz so lange, wie ich jetzt befürchtet hatte. Das heißt, ich muss euch jetzt nicht die nächste halbe Stunde rausschneiden oder so. So. Viel haben wir ja nicht mehr. 48. 51. Irgendwo muss ich nur eins haben. Mhm. Warum leuchtet das hier so? Da. So, haben wir. Und nun? Achso, das ist eine Werkbank. Ha. Benutzt die Werkbank, um ein paar Müllwürfel herzustellen. Ich wollte gerade Müllbeutel sagen. Wally. Wie viel? Ich weiß gar nicht, wie viel. 6 Stück wahrscheinlich, ne? Herstellen. So, einmal für dich. Nein, ich will keinen Samen pflanzen. Wally. So, bitteschön. Hier, es ist alles sauber. Diese Welt ist niedlich, genau wie du. Naja, auf seltsame Weise schön. Wow, dieser Ort hat eine Menge Müll. Tada! Pflanzen! Du willst, dass es mehr Pflanzen gibt? Das können wir tun. Wir müssen Samen sehen. Oh, einen hat er mir sogar gegeben. Oh, ist das schön. Nett von dir, Bulli. So. Da noch ein. Und dann können wir das Ding hier einmal ausbuddeln. Zack. Dann 8 Stück soll ich reinmachen, okay? Dann haben wir da auch noch was rein. Da, ich weiß nicht, wie lange das hält, bis die weggehen. Deswegen gieße ich lieber jetzt schon mal ein bisschen darüber. Obwohl, ich glaube, das geht nicht weg, sondern das geht nur weg, wenn man, wenn man nicht einpflanzt. Wenn man gebuddelt hat, aber nicht einpflanzt, ne? Das Problem ist, wir bräuchten... Ne, jetzt haben wir... Jetzt habe ich 2 gemacht und trotzdem ist hier kein neues mehr gekommen. So, wir machen einfach mal so zack, da noch einen rein und da noch einen rein. Können aber nur noch einen pflanzen. Das ist nämlich das, was ich meine. Hä? Gerade waren es 6, jetzt sind es 8. Muss ich das jetzt verstehen? Leicht verbuggt, würde ich sagen. Pflanzen! Sie sehen wunderschön aus. Ich bin froh, dass ich dir helfen konnte. Aber jetzt brauche ich deine Hilfe, Wally. Wirst du in mein Dorf kommen? Es steckt in Schwierigkeiten. Merlin sagte, ich soll dich holen. Naja, es steckt in Schwierigkeiten. Wir brauchen jede Hilfe, die wir bekommen können. Man hat das Gefühl, als wärst du dir nicht sicher, ob du kommen sollst. Vielleicht hat Merlin eine Idee, wie du dich bei uns wohler fühlen würdest. Ich werde ihn fragen. Oh, der ist so süß. Bitte Merlin um Hilfe für Wally. Ja, machen wir doch gerne. Merlin, wo bist du? Hau bloß nicht ab. Ich komme sofort zu dir rübergeportet. Merlin bei Fuß. Nicht wieder irgendwie spazieren gehen und dann bist du wieder weg.
Jetzt komm schon, uns erwartet viel Arbeit. Wally? Ah, jetzt. Ja, jetzt erinnere ich mich. Ein süßer kleiner Roboter. Früher schien er im Tal recht glücklich zu sein. Ich nehme an, du musst erst sein Vertrauen gewinnen. Was mag er? Dinge sammeln, Müllwürfel, Pflanzen. Ja, Pflanzen sind eines der vielen Dinge, die Wally gerne sammelt. Sprich mit Dagobert Duck. Er ist auch ein Sammler, weißt du? Vielleicht hat er ein paar Krimskram und Schnickschnack, die du Wally bringen kannst. Wer weiß, vielleicht wird aus Herrn Ducks Müll der Schatz von Wally. Und jetzt auch. Mit dem wollte ich aber gar nicht sprechen, weil der hat ja auch immer noch... Moment, das ist die Quest, wo ich nicht weitergekommen bin. Weil wir nichts Vernünftiges haben... Und da fällt Donald schon wieder auf den Schnabel im Hintergrund. Ist er jetzt da reingegangen? Oh, Dagobert, ernsthaft. Da oben ist er. Hallo, hier bin ich. Guten Tag, Gameplayerin. Ernsthaft? Ach, der ist das auf 7. Ich dachte, der wäre schon komplett. Das Dorf ist perfekt. Findest du das nicht auch? Weißt du, was dieses Dorf braucht? Ein Geldspeicher, damit ich daran schwimmen kann. Man kann nicht in Geld schwimmen. Mit dieser Einstellung sicher nicht. Ich habe viele Jahre damit verbracht, das Tauchen und Rückenschwimmen in Gold zu perfektionieren. Auf Wiedersehen und bis bald. Nix da. Ich brauche deine Hilfe. Wiederaufbau hier. Sei gegrüßt, Gameplayerin. Was kann ich an diesem schönen Tag für dich tun? Ich muss ein interessantes Objekt für einen Freund finden, wie... Keine Ahnung. Regenschirm? Leider habe ich keine Regenschirme mehr. Vielleicht etwas anderes. Ein Feuerlöscher? Ah, ja. Ich habe einen Feuerlöscher im Angebot. Ich kann ihn dir aber nicht gratis geben. Wenn du mir allerdings etwas Granat bringst, gebe ich ihn dir gerne. Freundlichen Dank. Zwei Granat. Kommt sofort. Gut, dass ich von allen immer wieder... Ich hoffe zumindest, dass ich Granat da habe. Immer wieder gesammelt habe. So. Granat. Ah, doch da. Granat ist das Rote. Jetzt will er auch noch unbedingt den Roten. Hallo? Ich will dich aufteilen. So, zwei wollte er nämlich nur haben, ne? Ja. Boah, der will aber auch immer die Sachen haben, die man am schwersten finden kann. Ja, ist typisch Dagobert halt, ne? Sagen wir mal. Die, die am teuersten sind, die Sachen will er haben. Hast du eine Minute Zeit? Ja. Einen schönen Tag noch. Nein, ich will keine Dartscheibe kaufen. Was soll das? Freundlichen Hallo? Dank. Hallo. So, Roboter. Zack. Hast du den Granat? Ah, ich sehe ihn in deinen Händen funkeln. Oh, es sind wahre Schönheiten. Hier, bitteschön, dein eigener Feuerlöscher. Ein bisschen teuer, der Feuerlöscher, würde ich sagen, ne? Wenn du auf der Suche nach weiteren Gegenständen für die Sammlung deines Freundes bist und hier nicht fündig wirst, solltest du mit Mickey und Goofy sprechen. Auf Wiedersehen und bis bald. Okay. Dann machen wir das doch mal. Das nehmen wir noch eben mit. So. Mickey, sag mir bitte, dass du noch nicht schlafen gegangen bist. Da krieg ich sonst die Krise. Oh, ich freue mich so, dich zu sehen. Wie ich hörte, hast du einen neuen Freund gefunden, den du ins Tal bringen kannst. Sein Name ist Wally und er ist... ein Gärtner wie du. Seit wann ist er denn ein Gärtner? Ein Gärtner wie du? Das ist großartig. Wir können im Garten jede Hilfe gebrauchen, die wir bekommen können. Du suchst also nach einem Geschenk, mit dem du dein Vertrauen gewinnen kannst? Nun, ich habe einen tollen Hüpfball, der ihm gefallen könnte. Oh, ein Ball, kann ich ihn haben? Natürlich.
Er ist bei mir zu Hause. Bis bald. In dem Zuhause, wo wir gerade drin stehen, vielleicht? Komme ich gar nicht hin. Oh nee, jetzt sag mir bitte nicht, dass das verbuggt ist hier. Ist das euer... Ist das euer Ernst hier? Boah. Also, hallo. Ja, wer hat denn hier die Möbel aufgestellt? Mal ganz ehrlich. Boah. Rotes Mickey-Ohrenstirnband. Wenn die das Original hätten, also diese schwarze, das würde ich sogar noch tragen. Naja, vielleicht auch nicht. Vielleicht würde ich mir auch Hörner aufsetzen oder so. Ich weiß es nicht. So, Goofy, alter Junge. Ach, du bist schon wieder... Ja, ich sehe schon. Denk nur ans Essen den ganzen Tag. Der Kerl. Angeln und Essen, das ist das Einzige, woran er denkt. Na, wie geht's? Was höre ich da von einem kleinen Roboter, den du ins Tal bringen möchtest? Wall-E heißt er. Er ist sehr hilfsbereit. Oh. Das ist toll. Wir können immer Hilfe im Tal gebrauchen. Wie ich höre, suchst du nach interessanten Sachen, um den kleinen Kerl zu helfen, aus sich herauszugehen. Ich wünschte, ich hätte etwas für dich. Tut mir leid. Aber ich würde dir gerne diesen Stiefel zeigen, den ich neuerlich aus dem Teich gefischt habe. Du weißt. Und weißt du was? Darin wächst eine Pflanze. Gib mir den Stiefel. Kann ich ihn bitte haben? Ich bin wirklich angetan von diesem Stiefel. Ich will sehen, wie sich die Pflanze entwickelt. Aber du weißt ja, wie Stiefel so sind. Sie sind immer zu zweit. Du solltest in den Teichen auf der Wiese angeln gehen. Ich wette, du wirst seinen Partner finden. Wir sehen uns. Haben die keine dümmeren Sachen, die ich hier machen kann, als nach einem Stiefel zu... Auf der Wiese hat er gesagt, ne? Zu angeln. Okay, wo angel ich denn am besten? Das ist jetzt die Frage. Boah, da kommt Merlin direkt schon wieder. Ey, egal, wo du stehst und angelst. Irgendeiner kommt immer angelaufen und will dich ablenken. Jetzt habe ich natürlich einen Fisch gefangen. Das Problem ist, ich weiß nicht, ob ich jetzt normal nach dem Stiefel angeln muss oder ob ich jetzt wie mit dem Kraut danach angeln muss, also neben dem Blasen. Da habe ich jetzt wieder... Also Seetang meine ich natürlich, nicht Kraut. Ich probiere es erstmal mit den Angelstellen. Mal sehen. Ach komm. Ey, der war doch drin. Merlin, geh mir aus dem Weg. Ich sehe nichts. Ja. Ich wollte gerade sagen, so lange wie das dauert, kommt da bestimmt ein Fisch raus. Oh Mann, das ist doch doof. Ich vermute ja immer noch, dass ich tatsächlich daneben angeln muss. Nein. Jetzt habe ich aus Versehen. Anna! Mann! Übrigens, auf diesem Weg schönen Gruß an die Anna, die ich kenne. Mensch, du stehst hier und lenkst mich hier komplett ab. Ja, da kommen echt nur Fische raus. Ursula hat die mich jetzt erschreckt. Also ich könnte mir wirklich gut vorstellen, dass man nicht in diesen Blubberblasen angeln darf. Och, willst du mich jetzt? Och, komm. Jetzt hat mich hier so eine blöde Motte abgelenkt, die hier umgeflogen ist. Ein Schuh! Endlich! Ein Schuh! Ich glaube, ich habe mich noch nie so darüber gefreut, dass ich einen Schuh beim Angeln bekommen habe. Kann ich hier mal irgendwie raus? Oh, bringe Wally die Gegenstände. Achso, der ist ja sowieso im anderen Reich. Moment, das können wir dann direkt... Nee, nicht Vajana, da. Können wir direkt so machen. Wally!
Bitteschön. Oh, der guckt einen so süß. Wow. Ich wusste, sie würden dir gefallen. Ich hoffe, du fühlst dich im Tal zu Hause. Es gibt hier noch mehr zu sammeln. Yippie! Wally! Tada! Du zeigst mir dich selbst? Heißt das, du willst mitkommen? Großartig! Ich bereite dein Haus vor. Ich hoffe, das wird kein riesiger Schrotthaufen. Sorge dafür, dass Wally ein Haus... Achso, ich muss hier drücken. Dann steht man da und denkt, wieso kommt man hier nicht weg? Ja. Wir müssen... Ja, wo stellen wir den denn am besten hin? Ich weiß nicht. Ich stelle mich mal hier auf die Treppe. Was ist das denn? Mann, ich muss mal... Ist aber auch sehr groß. Und die Frage ist auch, wo stellen wir den am besten hin? In den Wald oder auf die Wiese. Hier wäre noch ein schönes Plätzchen, wo wir ihn hinstellen könnten. Das wäre dann... Ja, eigentlich... Er will ja auch Gärtnern, ne? So wie ich das verstanden habe. Moment, eigentlich, dann gehen wir mal hier raus. Hier war das, ne? Sammeln wir mal kurz die Sachen ein, die jetzt hier noch sind. So, das auch mal vorsichtshalber. Obwohl, bis da glaube ich nicht, dass das Haus jetzt kommt, aber... So, dann... Bin ich mir jetzt gerade nicht sicher, wie das jetzt am besten ist. Das tun wir auf jeden Fall weg. Den schmeißen wir irgendwo in die Ecke, wo der keinen stört, weil das ist total ätzend mit den Dingern hier. So, dann... wie ging das jetzt nochmal mit Drehen, Kamera? Ich weiß nicht genau. Ich meine, das kann man im Nachhinein... Nee, Moment, da ist der Eingang, oder? Bin mir jetzt gerade nicht sicher. Der Baum steht aber schon wieder im Weg. Also da ist der Eingang, so wie es aussieht. Also ist das eigentlich doof. Mann, ich hänge hier immer im falschen Bildschirm drin. So, Moment. Dann, das heißt, wir drehen das ganze Ding so, dass es quasi... Kann man das so hinstellen? Ja, dass es quasi so steht. Okay. Und dann hoffe ich mal, dass wir Geld genug haben, um das überhaupt freizuschalten. Sei gegrüßt, Nachbar. Der kleine Roboter scheint ein wenig nervös zu sein. Aber keine Angst, wir können ihm bald einen Ort bieten, an dem er sich zu Hause fühlt. Das Duck-Unternehmen ist ein zuverlässiger Partner in allen Fragen rund ums Bauen. Achso, ich dachte gerade 20.000. Oh. Perfekt, jetzt ist alles bereit für unseren kleinen Roboterfreund. Durch das Fachwissen von Wally auf dem Gebiet der Gartenarbeit wird die Wirtschaft des Tals sicher aufblühen. Also Gartenarbeit, habe ich richtig verstanden. Dann ist er ja gar nicht so verkehrt hier in der Nähe von Minimaus und so. Ja. Oh, das ist so süß. Moment, Moment. Tee. Ja, kann man das noch so ein bisschen... Ne, nach unten kann man nicht machen. Ich wollte gerade sagen, am besten aber nur lächeln mit Augen, offenen Augen, weil sonst sieht das irgendwie blöd aus. So, schließe Freundschaften. Sehr schön. Oh, 15 von 24? Okay. Oh! Ah! Willkommen im Dreamlight Valley, Wally. Versuche bitte den Nachtdorn auszuweichen. Die kann er gerne wegmachen. Also, ich hoffe, es wird dir hier gefallen. Hui! Au! Oh, der ist so süß, der Kleine. Und er hatte... Oh, guck mal. Ja, den habe ich dir geschenkt, Wally. Oh. Das ist so niedlich. Vor allen Dingen, wenn man auch den Film kennt. Das ist so... Oh. Ja,
Jetzt wird es hier auch langsam dunkel drin, obwohl ich schon, ich glaube, eine 6 Stunden Zeitverzögerung eingestellt habe. Das heißt, mit anderen Worten, wir haben jetzt nach Mitternacht und ich muss sowieso langsam, aber sicher mal ins Bettchen. Aber ich bin froh, dass wir zumindest die Aufgabe jetzt gemacht haben, dass wir ihn in unser Dorf geholt haben. Und ich schau mal kurz nach, ob wir jetzt rein theoretisch... Oh ja, wir können die nächste Aufgabe bei Merlin machen. Sehr, sehr geil. Ja, dann würde ich sagen, dass wir in der nächsten Folge auf jeden Fall die Aufgabe von Merlin machen werden. Weil, ja, ich ja immer noch darauf aus bin, die Gießkanne zu verbessern. Und irgendwie muss das ja endlich mal passieren bei ihm. Ich hatte eigentlich gedacht, wir sind schon auf Level 10. Aber naja, gut, wenn er natürlich noch immer mehr Quests hat und noch mehr Quests und noch mehr Quests... Dann dauert das halt noch ein bisschen. Wobei, vielleicht ist das ein gutes Omen, dass Wolli jetzt hier ist, weil der hat doch auch mit Gärtner zu tun, haben sie ja eben gesagt, ne? Also da bin ich echt mal gespannt. Wolli ist schon wieder hinten im Wald der Tapferkeit, der ist hier alles am Durchsuchen. Wehe, du redest jetzt wieder mit mir, Remi, weil ich möchte mich jetzt verabschieden. So, bevor die kleine Ratte jetzt sich wieder da reindringt, verbal, sage ich mal gute Nacht. Also für mich gute Nacht, weil wie gesagt, wir haben jetzt nach Mitternacht. Euch vielleicht noch einen schönen Tag oder einen schönen Abend. Und ich hoffe, wir sehen uns dann in der nächsten Folge. Bis dann. Ciao.